Wie ihr Cinema 4D Studio als Schüler oder Student umsonst bekommt und das legal, zeige ich euch jetzt. Das Video ist weder Clickbait noch irgendeine ausgedachte Kacke, sondern es geht hier wirklich um eine vollwertige Version von Cinema 4D Studio, die ihr als Schüler und Student kostenlos bekommen könnt. Und wie ihr die bekommt, ist relativ einfach. Ihr geht einfach auf die Seite, die auch unten in der Beschreibung verlinkt ist, dann kommt ihr auf die Studentenversion-Seite von Maxon. Und diese Studentenversion sind vollwertige Cinema 4D Studio Versionen, die ihr für 18 Monate kostenlos nutzen könnt, um euch kreativ dort auszuleben. Das ist ein Angebot von Maxon für halt Schüler und Studenten. Und was ihr dafür machen müsst, um das zu bekommen, ist auch relativ einfach. Ihr klickt einfach jetzt da unten auf Jetzt registrieren und werdet weitergeleitet zu so einer Seite hier. Als erstes müsst ihr euer Land auswählen, also woher ihr kommt, in unserem Fall Deutschland, und drückt dann einfach auf Continue. Nun werden wir aufgefordert, uns die Datenschutzerklärung durchzulesen. Das werden wir natürlich ganz in Ruhe machen und akzeptieren das unten mit einem kleinen Tick und drücken wieder auf Continue. Das gleiche machen wir auch mit den Nutzungsbedingungen für Cinema 4D Student und gehen einfach weiter, und dort werden wir gefragt, welchen Reseller wir nehmen wollen. Wir nehmen jetzt einfach den einzigen verfügbar, und zwar Maxon Computer GmbH, und akzeptieren alles und drücken auch weiter. Jetzt werden wir aufgefordert, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort festzulegen. Das könnt ihr mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Wunschpasswort machen und drückt unten auf Submit. Jetzt kommt der spannende Part, und zwar will Maxon von euch eine Schulbescheinigung haben, weil sie dieses Programm natürlich nur Leuten auch wirklich geben wollen, die auch damit was anfangen können oder die das auch anspricht. Das heißt, ihr müsst eine Schulbescheinigung, eine echte Schulbescheinigung mit eurem echten Namen von eurem Sekretariat oder so hochladen, wo drauf angegeben wird, dass ihr mindestens noch 6 Monate diese Schule besucht. Das ist ganz wichtig, und dann müsst ihr euren Schulnamen, euer Department, also eure Abteilung oder Fakultät eingeben und könnt dann hier unten eure echten Daten eintragen. Die werden auch abgeglichen, also wenn ihr da irgendeinen Kack reintragt, dann bringt das auch nichts, weil dann wird es erst recht nicht angenommen, und unten noch, welches Programm ihr haben wollt, also für Windows oder Mac. Das wird dann abgeschickt und geprüft. Wenn alles stimmt, also wenn die Schulbescheinigung stimmt, eure Daten stimmen, dann bekommt ihr eine Mail von Maxon mit dem Key und mit dem Installationsanleitung für das Programm, und ihr könnt das Programm kostenlos 18 Monate lang, sagen wir mal, testen oder damit rumspielen, und dementsprechend Cinema 4D für lau und ganz legal genießen. Und alle, die jetzt Angst haben, dass da irgendwas nicht funktioniert, doch, das funktioniert. Ich hatte das auch gemacht und es funktioniert wunderbar. Wenn man da ehrlich ist, und wenn ihr auch ehrlich seid, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann auch. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder im neuen Tutorial auf diesem Kanal. Macht's gut und ciao.